Alberto Tomba hat eine, Hermann Mayer hat eine und Franz Klammer sowieso. Jetzt wurde auch Christian de Wille, dem Hahnenkamm-Slalom-Sieger 2012, eine nach ihm benannte Gondel übergeben. Ja, das ist komisch. Deswegen muss ich immer ein bisschen lachen, weil ich bin bestimmt nicht keine Skilegende, aber ich bin ganz stolz, dass hier eine Gondel neben viele Legende habe. Das ist schon eine wichtige Sache und es bleibt in die Geschichte. Mit Gustav Töni wurde de Wille von einer echten Skilegende zur Festlichkeit am Hahnenkamm begleitet. Das ist sicher mal eine besondere Ehre. Ich meine, sicher, das Tolle ist, in Kitzbühel gewonnen zu haben, ist sicher auch schon eine große Sache. Und dann bekommt man noch eine Gondel da gewidmet und die dreht da halt Sommer wie Winter. Und wenn man wieder herkommt und sieht den eigenen Namen da vorbeifahren, macht schon Freude. Und es ist kein Zufall, dass die Gondelübergabe während des Bed at Home Cups stattfindet. Tennis und Skifahren, das ist eine Kombination, die dem passionierten Tennisspieler Christian de Wille ganz besonders entgegenkommt. Ich freue mich schon auf heute Nachmittag. Ich kann ein Tennisspiel schauen. Ich bin ein Tennisfan, deswegen, das ist auch schön. Es geht nur so. Es geht nur gemeinsam statt einsam. Das ergänzt sich und miteinander sind wir stark. Jetzt gehen wir zuerst zum Starthaus und dann wandern wir über die Streife. Wir schauen uns die neuen Streifviewing an und den neuen Wanderweg und dann gehen wir ins Stadion. Aufschlag, Satz, Spiel und Sieg.